Hallo, ihr Lieben. Ja, ich wollte mit euch auch noch mal über das Thema Empfangen sprechen. In der dritten Masterclass von der Triologie zum Wohlfühlwohlstand war das Hauptthema Empfangen. Und zwar Empfangen von Geld und Liebe. Grundsätzlich geht es um Empfangen von Energie. Und ich habe in dieser Masterclass ganz viele Beispiele gebracht, warum wir Geld und eben das Pendant dazu, Liebe, oft nicht empfangen können. Und es ist so wichtig, diese Blockaden herauszufinden, was verschließt die Türen? Warum kann ich nicht all die Liebe empfangen, die ich mir wünsche? Warum kann ich nicht all das Geld, all den Wohlstand, all die Fülle empfangen, die ich mir wünsche? Und das sind mentale Denkmuster, die dahinter stecken aus unserer Welt, aus unserem Denken, aus unseren Annahmen, aus unseren Rückschlüssen. Wir haben so viele Rückschlüsse, die uns nicht erlauben, einfach zu empfangen, einfach annehmen. Das fängt oftmals schon bei Geburtstagsgeschenken an. Es fängt oft schon an, dass wenn dir jemand ein großes Geburtstagsgeschenk macht, das ist das Erste, was du denkst, oh mein Gott, dann muss ich dieser Person ja auch ein großes Geschenk machen. Und schon ist das ganze Empfangen, schon ist die ganze Freude, schon ist die ganze Fülle und Erfüllung, die eigentlich durch dieses Geschenk gedacht war, ist absolut ausgelöscht. Und du hast die Türen verschlossen, in diesem Moment weiter große Geschenke anzunehmen. Und du hast große Geburtstagsgeschenke von Freunden, von Bekannten, von deinem SP sind. Es ist völlig egal. Aber wie groß dürfen denn die Geschenke sein, die du annimmst? Was ist denn zu groß? Was ist denn zu viel? Und wir haben davon ganz, ganz klare Vorstellungen, was okay ist, unter welchen Umständen ich was annehmen kann. Und das ist immer noch in Ordnung. Und wenn es dann zu groß wird, dann mache ich automatisch die Türen zu und ich merke es gar nicht. Und manchmal kommt es sogar so weit, dass ich nicht mal mehr kleinere Sachen annehme, weil ich das Gefühl habe, es ist zu viel. Ich kann noch nicht so viel für mich beanspruchen. Ich kann noch nicht so viel für mich nehmen. Und wir sind so konditioniert worden. Wir haben es gelernt. Wir haben es gelernt. Nimm nicht so viel. Du könntest anderen etwas wegnehmen. Und in unserer Welt, in der beschränkten Welt, gibt es so viele Türverschließer, von denen wir nicht mal bewusst wissen, dass wir sie anwenden. Und sie werden aber angewendet, solange etwas fehlt im Außen, solange mir die Liebe, die Aufmerksamkeit, die Unterstützung von deinem SP fehlt und du das Gefühl hast, da muss mehr kommen, ich will da mehr haben. Ich sage nicht mal mehr, ich brauche mehr, sondern ich will da einfach mehr haben. Aber es kommt nicht. Dann ist es, weil du verschlossen bist, weil du es nicht annehmen kannst. Und das Gleiche ist mit Geld, mit allen Arten von Wohlstand. Wenn du ihn nicht annehmen kannst, weil du da Bedingungen, Annahmen, Geschichten dahinter stellst, die dir das verbieten sozusagen und nicht erlauben, wirst du immer im Mangel bleiben. Und egal wie groß der Mangel ist und wenn es nur ein latenter Mangel ist, es ist nun mal Mangel. Unser Universum kennt nur mal diese zwei Zustände, Erfüllung oder Mangel. Und hier dahinter zu gehen, hier da tief reinzuschauen, zu schauen, was bei dir läuft, was deine Türen verschließt, das ist ein riesengroßer Schlüsselfaktor. Weil wenn die Frage geklärt ist, die ich ja hier auf meinem Kanal schon 100.000 Mal geklärt habe, wo sind meine Sachen? Und es geht um dein Selbstkonzept. Ist der Empfangsmodus auch noch so groß zu integrieren in dein Selbstkonzept? Und da hört es oftmals auf. Und weil ich diesen Empfangsmodus nicht angestellt habe, ist es wie bei Monopoly. Ich gehe immer wieder zurück zu los, habe das Gefühl, ich muss noch mehr
sein, ich muss noch mehr generieren, ich muss noch mehr kreieren, da ist noch nicht alles da, obwohl in der absoluten Welt ja eigentlich schon alles da ist. Also das Nadelöhr ist der Empfangsmodus. Und wie viel darf ich empfangen? Wie viel ist okay? Unter welchen Umständen ist es okay? Unter welchen Umständen ist es nicht okay? Wann ist es genug? Wann ist es genug? Es ist niemals genug. Und dein Divine ist ein Wesen, deine Divine ist eine Identity. Die weiß ganz genau, dass hier unlimitiert fließen darf. Und dass du erst dann zufrieden bist, wenn das dein Divine Design, das dein Seelendesign erst dann zufrieden ist, wenn alles unlimitiert fließen darf. Und solange du noch Türen zu hast, solange du noch verschlossen bist, wirst du immer das Gefühl haben, dass etwas fehlt. Und genau das fehlt. Es fehlt, dass du offen bist. Es fehlt, dass du komplett offen bist, all diese guten Dinge, all the goodness zu empfangen in deinem Leben und dann auch wirklich in diesem Empfangs- und Genussmodus zu bleiben, ohne dann wieder Angst zu haben, das ist zu viel Genuss, das ist zu viel schön, das ist zu viel und dann fängt es eben wieder an zu verschließen. Und so geht's immer auf und zu und auf und zu. Und so kommen auch diese heiß und kalt Verhaltensweisen von SPs, von speziellen Personen, von deinem Partner, wo du das Gefühl hast, jetzt ist er heiß, jetzt ist er kalt. Wieso ist es immer heiß und kalt? Wenn du auf und zu machst, auf und zu machst, auf und zu machst. Und genau dahinter zu schauen. Das ist so wichtig. Dazu gehe ich noch viel mehr in dieser Masterclass drauf ein, wie das zustande kommt, dass du auf und zu machst und wie du dieses Auf- und Zumachen verändern kannst in ein Öffnen und mehr Öffnen und mehr Öffnen und weiter Öffnen, ohne dann wieder Angst zu haben, oh, was wiederum zum Verschluss, zum Verschließen, zum Türenschließen, zum Verschließen des Empfangsmodus führt. Also hol dir diese Masterclass, empfange deinen Wohlfühlwohlstand in Form von Liebe und Geld. Und gleichzeitig gibt es von mir jetzt eine Aktivierung dazu von 4 Tagen. Die startet am Montag übrigens. Du kannst da live dabei sein. Wenn du das Video hörst und die Aktivierung ist schon vorbei, hol dir die Aufzeichnungen und mach deine morgendlichen Aktivierungen zuerst nach meinem Muster. Dann merkst du, wie sich deine Energie, dein Salzzustand, dein Fühlen verändert durch den ganzen Tag hindurch. Und dann wirst du diese Routine für dich selbst ausbauen, wirst du dir einen Spaß machen, deine eigene morgendliche, mittagliche, abendliche Routine zu finden, um diese Magie in dir zu aktivieren. Hier geht es hauptsächlich um die Frau, um die magische Frau. Ja, sorry guys, sorry Männer. Diese 4 Aktivierungen, die sind auf Frauen ausgerichtet. Und es geht darum, diese magische Energie in dir zu fühlen und zu merken, dass du alle Tools, alle Werkzeuge, alle Möglichkeiten in dir trägst, diese Energie in dir zu aktivieren, die dann nachher dazu beiträgt, dass du wirklich das Gefühl hast, Scheiße, ich bin magisch. Mein Leben ist magisch. Es passieren magische Dinge. Das fühlt sich so, so magisch an. Aber letztendlich ist es nur das Prinzip, das Gesetz, das endlich zu deinen Vorlieben arbeitet. Und das wünsche ich mir für dich. Das wünsche ich mir für alle Menschen, dass sie diese Power, dieses powervolle Gefühl, ohne zu viel zu sein, ohne Angst zu haben, sich verschließen zu müssen, in sich zu tragen und die Welt zu einem schöneren Ort machen. Dich, deine Identity, deine Persönlichkeit, deinen persönlichen Brand, egal ob privat oder im Business, mit dieser Magie aufzufüllen, die in dir wohnt und endlich raus will und gezeigt werden will und sich everyone pushed out im Sinne des Reflexions- und Spiegelgesetzes dir wieder zurückgespiegelt wird, dir wieder gezeigt wird und du merkst, wie magisch du bist, aber du es auch empfangen kannst. Ich freue mich unglaublich auf diese 4 Aktivierungen. Ich hoffe,
Du hörst und siehst dieses Video rechtzeitig genug, dass du dich noch anmelden kannst. Wenn du das hörst, nachdem diese ganze Sache schon live passiert ist, keine Sorge, du kannst alle Aufzeichnungen kaufen, du kannst das immer wiederholen, du brauchst es immer wieder zu wiederholen, um deinen Verstand wirklich auf dein Divine Design Denken auch auszurichten, dass es dein Normal ist, dein Fülle-Denken, dass es absolut normal ist. Dein Füllegefühl, das sich anfühlt wie einfach nur bedingungslose Liebe, bedingungslose, grundlose Liebe, weil du Liebe bist. Ja, und den besten Container dafür, für deine ganze Trainingszeit, für deinen Austausch, für den Support, ist natürlich unsere Community. Wir sind die Divine Design Community. Da findet jeden zweiten Donnerstag ein Hot Seat Coaching statt. Da kriegst du deine I Am Divine Design Trainingsvideos, da sind schon ganz viele da. Das kannst du umsetzen. Es kommen immer wieder neue dazu. Du stehst im Austausch mit Gleichgesinnten. Du kannst deine Fragen stellen. Du bist nie alleine. Und ich kann es dir einfach nur empfehlen. Das ist ein Ort, ein Platz, an dem du dich komplett so entfalten kannst, wie du wirklich gedacht bist. Ja, das wünsche ich mir alles für dich und schreib mir, wenn du Fragen hast, schreib mir, wenn du Inputs hast, schreib mir, wenn du dich für eine meiner großen Masterminds interessierst. Rising Up, the bigger game eben, da geht's eben voll um dieses große Spiel der Grenzenlosigkeit aufzumachen für dich in deinem Business oder der ganz große Raum, der absolute Raum, wo es keinen Zweifel mehr gibt, dass du alles bist, dass deine Annahmen, deine Rückschlüsse, deine Verkörperung, deine Identität, deine persönliche Brand in all deinen Lebensbereichen einfach nur zurückreflektiert wird. Und wenn du die allergrößte und schönste Version, beste Version von dir selbst geliebteste Version an den Start bringst, dann wird das Leben, das Universum dir die genau entsprechenden Erlebnisse, Situationen und Beziehungen liefern. Also warte nicht, leg los. Leg los, mach dich auf den Weg. Die Divine Design Reise ist die Lebensreise. Es ist die Reise deines Lebens. Und sie fängt heute an, wenn sie nicht schon angefangen hat. Und sie wird nie wieder aufhören. Weil in dem Moment, wo du dich wieder ein bisschen schlechter, eingeschränkter, nicht gut genug fühlst, geht die nächste Etappe los. Es ist eine Never-Ending-Reise. Wir sehen uns im nächsten Video. Bitte liken, teilen, austauschen, kommentieren. Denn das, was du von dir zeigst, zeigt dir das Leben. Also zeig dich.